Marlene hat dieses Jahr zu ihrem Geburtstag ein neues Handy bekommen, weil es mittlerweile schon neue Handys auf dem Markt gibt und alle ihre Freunde die neuesten Modelle haben. Ihr altes Handy war im Top-Zustand. Nachdem Marlene ihr neues Handy eingerichtet hatte, hatte sie aber keine andere Verwendung für ihr altes Handy und entschied sich, es in ihren Mülleimer zu werfen. Am nächsten Tag ging sie zur Schule. In der Pause erzählte Marlene einem Freund von ihrem neuen Handy. Hey Henry, du weißt, ich hatte gestern Geburtstag, oder? Ja. Guck mal, was ich bekomme. Oh, Alter, wie geil, welche Farbe ist denn das? Sieht übel so fresh aus. Ja. Mein Handy. Es ist einfach kaputt gegangen. Ich laufe auf der Straße, es fällt mir runter. Und alle Daten weg, ich bin so ausgerastet. Das tut mir mega leid. Geht's nicht mehr? Nein, alles weg. Oh, Scheiße, ey, das tut mir jetzt wirklich richtig leid. Welches Fach haben wir jetzt? Ethik haben wir jetzt, ja. Okay. Hallo und willkommen zu unserem Vortrag über Elektrosport. Unsere Leitfrage ist, ob es keine oder eine Umweltsünde ist. Die Folgen sind, wenn man Elektroschrott in den normalen Müll wirft, kann es bis zu 10.000 Euro Bußgeld führen. Und was schlimmer ist, ist, dass die Umwelt dadurch belastet wird und Giftstoffe gelangen auch in die Umwelt, wie zum Beispiel Blei oder Quecksilber. Natürlich gibt es dafür auch Lösungswege, und zwar, dass man das zu den Wertstoffhöfen bringt oder verschenkt oder verkaufen kann. Auch kann man das lieber reparieren lassen, statt es neu zu kaufen. Und gebrauchte Geräte lieber kaufen und die aber halt langleben. Unser Fazit ist, dass man es lieber recyceln oder wiederverwerten soll. Und unsere Quellen, und wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Das kann doch gar nicht so schlimm sein, oder? Die werden es sicherlich schon aussortieren. Andere werfen ja auch ihre Handys weg und es passiert nichts. Ich glaube, ich sollte mich einfach nicht so stressen. Henry hatte mir doch letztens gesagt, dass sein Handy kaputt gegangen ist. Ich könnte ihm doch meins schenken. Ich glaube, der würde sich darüber freuen. Hey Henry. Hi. Ich weiß ja, dass dein Handy letztens Schrott gegangen ist. Und ich hatte überlegt, und ich weiß noch, dass ich noch mein altes Handy habe und es noch im Top-Zustand ist. Deshalb würde ich dir gerne meins geben. Ehrlich jetzt? Ja. Ich würde mich freuen, wenn du es annehmen würdest. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Danke, echt. Henry, Tischdecken! Boah, ey. Es ist noch nicht zu Ende. Ihr werdet eure Aktion bereuen. Ihr hättet es euch zweimal überlegen sollen.